Dafür könnte ich Vater und Mutter vergessen. Ich habe aber keinen Hunger. Ich bin satt. Ja, ja, guten Morgen. Es lebe hoch, das Stachelschwein. Ja, ja, hinsetzen. Ja, mach ich. Platz, Hirsch. Nee, Quatsch. Hinsetzen. Hase. Miau. Oh, Katze. Habe ich irgendwas von Katze gesagt? Ist doch gut. Ja. Hase. Ja, was denn? Ich hab's dir schon 100-mal gesagt. Was denn? Erstens bin ich der Chef. Du bist der Chef, ja, ja. Und zweitens, bin ich der Chef. Nehmt mich bitte bei euch auf. Oh, rumdrehen. Was? Rumdrehen. Ja. Oh, du hast Stacheln. Leute, alle mal herhören, ein Igel ist im Wald, ein Igel ist im Wald. Was, ein Igel ist im Wald, wo ist ein Igel? Ein Igel ist im Wald. Wenn du also bei uns bleiben willst, musst du werden wie, na, wie heißt er hier, der mit dem Geweih hier, der Hirsch? Oder hier das Eichhörnchen oder irgendein anderes Tier von uns. Aber ich hab doch... Hinsetzen! Ja. Wenn du bei uns bleiben willst, musst du werden wie ich, wie du. Eins, zwei, drei und Hochsprung und Hochsprung und Hochsprung und Hochsprung. Das war toll. Och, er will sein wie ich und ist noch nicht mal bei der alten Eiche. Kann ich nicht sein wie du? Wie ich? Ja, wie ich? Na los, versuch's doch. Guck mal. wer bist du denn? Das ist jetzt nicht wichtig, Igel. Doch, ist es. Vielleicht kann ich ja sein wie du. Versuch das ja nicht, Igel. Zuerst war ich ein Hase. Dann war ich ein Eichhörnchen. Und wenn ich mir Mühe gebe, wird aus mir bestimmt etwas ganz, 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 ganz Großes. Oh! Jetzt weiß ich. Hast du nicht ein Geweih für mich? Ich? Ein Geweih? Ja, los, hol's dir. Ach, ist das ein erhabenes Gefühl. So ein Geweih. Ein Geweih? Ich lach mir einen Ast. Er rührt und er hat was am Kopf. Das sag ich. Was soll das? Lauf so schnell du kannst. Lauf. Das war von mir war das. Du bist ja immer noch ein Igel. Warte doch, Igel, wo willst du denn hin? Ich will Freunde finden. Freunde, die mich so nehmen, wie ich bin. Stachlig, mit kurzen Beinen, eben ein Igel.